Warum sollte dein Unternehmen digital sichtbar sein? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund und erklären dir die drei wichtigsten Gründe, warum du unbedingt als Handwerksbetrieb digital und online sichtbar sein solltest. Los geht's. So, herzlich willkommen zu diesem Video und wir wollen jetzt der Frage auf den Grund gehen. Was ist digitale Sichtbarkeit überhaupt und warum ist sie so wichtig? Alex, was würdest du sagen, was ist digitale Sichtbarkeit? Ja, man muss erstmal in zwei Begriffe trennen, digital und sichtbar. Mhm. Also digital bedeutet einfach, dass ich irgendwo online bin. Mhm. Das bedeutet, ich kann eine Website haben, ich kann eine Präsenz haben, eine Facebook-Präsenz, eine Instagram-Präsenz, ich kann Werbung schalten. Das ist alles erstmal digital und sichtbar bedeutet halt, dass alleine die Webpräsenz wäre halt nicht sichtbar. Mhm. Wenn ich sie jetzt nicht suche, wenn ich jetzt nicht gerade auf Platz 1 bei Google stehe, selbst dann ist sie nicht wirklich sichtbar. Sichtbar ist für mich halt irgendwo auch immer, dass man auch für Leute sichtbar ist, die einen vielleicht noch nicht kennen. Mhm. Und das habe ich halt mit einer reinen Website nicht. Bedeutet, auf der einen Seite schalte ich irgendwo Werbung, auf der anderen Seite ist das online. Du hast vielleicht digital sichtbar zusammengefasst. Ja. Ja, was würdest du sagen? Was sind so die drei wichtigsten Gründe, warum digitale Sichtbarkeit so wichtig ist für einen Handwerksbetrieb? Ja, also nicht nur für einen Handwerksbetrieb, generell für jeden Betrieb. Es ist einfach so, dass die digitale Awareness der Leute halt immer höher geht. Bedeutet, es interessiert die Leute aktuell nicht mehr, was in der Zeitung steht physisch. Es interessiert sie nicht mehr, was auf Plakaten steht. Es interessiert sie nicht mehr, was in irgendwelchen Bahnen hängt oder so, sondern die Leute hängen am Handy. Und ich habe da vielleicht ein ganz spannendes Beispiel. Wir haben uns halt hier in Hannover eine Bahnstation komplett mal zu eigen gemacht und Personalwerbung geschaltet. Nicht mit dem Ansatz, dass wir darüber Personal gewinnen, sondern mit dem Ansatz, dass jeder diese Haltestelle kennt. Und wir dann einfach da Videos gedreht haben, die wir jetzt als Werbung schalten. Das Interessante daran ist, dass zu dem Zeitpunkt, als wir da wirklich waren, haben wahrscheinlich viele Leute uns gar nicht gesehen, weil die laufen so dran vorbei. Die gucken nicht drauf. Jetzt sind wir nicht mehr dort. Also auf den Plakaten, aber die sehen jetzt unser Video. Die gucken gar nicht hin, ob wir da sind. Die gehen einfach davon aus, wir sind dabei, wenn wir Video da sind. Das heißt, die Präsenz ist online einfach viel, viel, viel größer. Es sind viel, viel mehr Menschen, die online das sehen können. Und ich habe dadurch alleine schon einen riesen Vorteil. Klar, wenn ich jetzt im Auto sitze und da irgendwelche große Plakate sehe, das ist sicherlich nochmal was anderes. Aber jetzt abgesehen davon, wenn ich jetzt mich irgendwo konzentrieren muss, wie beim Autofahren, dann habe ich halt das Handy meistens in der Hand oder zumindest die aktuelle Generation hat es jetzt meistens in der Hand oder ist irgendwie mit irgendwem am Telefonieren oder so. Und da hat man einfach einen viel größere Möglichkeit, in den Kopf der Leute zu kommen, wenn man halt digital ist. Ja, ja, jetzt kann es ja sein, dass man sagt, naja, ich bekomme meine Kunden über Empfehlungen, ja, ich habe genug Kunden und so weiter. Aber es ist ja auch noch aus anderen Gründen wichtig, einfach auch digital sichtbar zu sein, ne? Also Stichwort Mitarbeitergewinnung. Ne? Also, ja, klar. Wenn du sozusagen in der Region einfach auch durch deine Werbemaßnahmen, ja, dadurch, dass du digital auch sichtbar bist, dich auch bekannt machst, ja, dadurch aber auch nicht nur über Plakate jetzt zum Beispiel, das ist natürlich das eine, dass du bekannt wirst, aber wenn natürlich auch junge Leute, ne, die Leute, oder viele beschweren sich auch immer, ja, es gibt keine jungen Leute im Handwerk, da kommt kein Nachwuchs mehr nach und so weiter, ja, weil die Leute euch auch gar nicht wahrnehmen, ne, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, bei uns sozusagen, wenn du das einfach mal irgendwie vielleicht mal als Video oder so auf deiner Facebook-Seite posten würdest, wie es in deinem Handwerksbetrieb abläuft oder auch einfach mal zeigen würdest, so vielleicht ein paar Fotos oder so, wie es auf Baustellen bei euch aussieht und man das auch mal sehen könnte oder die Leute auch sehen, okay, wir suchen Leute in den und den Bereichen und so weiter und das sehen die Leute auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok vielleicht sogar und so weiter, dann machst du dich natürlich auch als Arbeitgeber für die jungen Leute attraktiv, ne, weil auf einmal sieht er euch ständig und sieht, den Betrieb kenne ich ja an sich. Ah, cool, die sind auch hier digital so gut aufgestellt und so. Finde ich interessant, finde ich cool. Macht sonst keiner vielleicht hier in der Region. Und das macht euch dann natürlich als Betrieb auch viel attraktiver, ne? Ja, genau. Also vielleicht auf diese beiden Gesichtspunkte, Kunden-Mitarbeitergewinnung ist für beides relevant. Und jetzt mal wirklich die Vorteile davon. Man könnte auch sagen, man macht es halt, wie gesagt, auf ein Plakat drauf. Auf dem Plakat bezahle ich ja wirklich für jeden, der vorbeigeht. Bei digitaler Werbung kann ich mir aussuchen, wer die Werbung sieht und kann mir aussuchen, für wen ich entsprechend bezahle. Und ich bezahle sogar weniger als für den, der dabei läuft, der vorbeiläuft und habe aber noch eine präzisere Person auf dem Medium, was sie wirklich interessiert. Und also vielleicht mal die beiden ersten Vorteile jetzt mal nochmal zusammengefasst. Ist mal Punkt 1, ich habe viel mehr Menschen da, viel mehr Aufmerksamkeit da. Und Punkt 2, ich kann mir raussuchen, wo die Leute tatsächlich abgeholt werden, beziehungsweise wen ich abholen möchte. Und der dritte Vorteil, den ich natürlich auch noch habe, ich habe bei dem digitalen Medium einfach viel einfacher die Möglichkeit, dass sich die Menschen auch direkt bei mir melden können. Ja. Die können mit einem Klick teilweise mit mir in Verbindung treten, wo die sonst beim Plakat erstmal die Nummer eingeben müssten, anrufen müssten. Na, jemanden, den sie nicht kennen, anrufen müssten, was ja immer eine Hürde ist. Also ich habe da schon sehr viele Dinge, die da einfach positiv mitkommen. Und ja, das kostet Geld. Egal, was ich mache, ob ich einen YouTube-Kanal aufmache, ob ich einen Instagram-Kanal mache, ob ich Werbung schalte, digital, ob ich eine Agentur wie uns beauftrage. Ja, das kostet Geld sicherlich. Im Endeffekt
kostet aber mehr Geld, es nicht zu machen mittelfristig, weil dir die Leute fehlen, weil du extrem hohe Löhne zahlen musst, um diese Nicht-Sichtbarkeit auszugleichen. Wir haben Partner, die sind sehr sichtbar, da machen wir für die das Marketing, da ist es halt so, dass die einfach einer der prominentesten Unternehmen der Region sind, die müssen nicht die Gehälter zahlen, die die anderen zahlen, weil das Unternehmen an sich einen Status mitbringt, der mit Gehalt so gar nicht vergleichen kann. Ne? Klar, die zahlen auch gute Gehälter, weil die auch gut systematisiert sind und weil die auch gut klarkommen, aber die müssten gar nicht so viel zahlen, wie sie teilweise tun. Die finden Leute nach wie vor, die haben auch gar kein Kundenproblem dahinter, bei denen läuft einfach alles super und die können einfach weiter hochskalieren, aber die geben Geld dafür aus. Und selbst wenn ich sage, ich mache halt nur ein Posting alle paar Tage, was in meiner Meinung überhaupt nicht sinnvoll ist, da kann ich die Zeit woanders reinstecken, ist es auch Zeit, die investiert wird. Ne? Also man kommt da nicht drum rum, wenn man sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, da Geld entweder in Form von Zeit oder in Form von barem Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist halt ein Thema, was viele halt abschreckt, aber bei normaler Werbung war es ja auch früher normal, dass man es gemacht hat. Und wir haben teilweise Betriebe, auch hier teilweise regional, die haben teilweise sechsstellige Jahresbudgets in Printwerbung gehabt früher. Die haben jetzt sechsstellige Jahresbudgets in Online-Werbung, weil es einfach viel, viel mehr Ertrag bringt. Also, wie gesagt, Digitalisierung ist definitiv für jede Firma ein Thema. Jede Firma muss sich damit auseinandersetzen. Und die Frage ist halt immer nur, wartest du, bis es halt nicht mehr anders geht? Vielleicht geht es dann auch gar nicht mehr. Oder sagst du halt, du machst es proaktiv, weil du halt für dich jetzt auch schon erkannt hast, dass es einfach ein Weg ist, wo man Leute abholt, wo man junge Leute abholt, wo man aber auch potenzielle Kunden abholen kann, weil auch die älteren Leute sind online. Das ist ja das, ist ja jeder online, ne, letzten Endes. Ja. Ja, wie gesagt, also wenn du da Interesse hast, auch vielleicht mal mit einem Experten drüber zu sprechen, wie sowas ablaufen kann, wie sowas aussieht, was man machen kann, was für Wege sinnvoll sind, was für Wege nicht sinnvoll sind, jetzt mal rein wirklich kosten-nutzen-technisch betrachtet, ganz, ganz stumpf wirtschaftlich betrachtet, dann melde dich gerne mal bei uns zu einer kostenfreien Beratung an. Ne, da machen wir genau sowas, da gucken wir uns dein Unternehmen an, sagen dir schon, wie bist du aufgestellt, was ist gut, was ist nicht gut und können dir auch im Detail sagen, so und so viele Kunden könnte man mehr gewinnen, so und so viele Mitarbeiter könnte man noch dazu gewinnen, wenn man die und die und die Strategien macht und der Kostenpunkt würde dahinter stehen, dann weißt du halt zumindest mal, was möglich ist. Ne? Wenn du, wie gesagt, interessant hast, melde dich gerne. AM-Beratung.de ist die Website, ist auch mal verlinkt. Und ansonsten lass einen Daumen nach oben da. Ich denke, es ist jetzt klar anhand dieser drei Vorteile, dass Digitalisierung gemacht werden sollte, dass man digital sichtbar sein sollte. Und ist nur die Frage, wie lange man noch, wie viel Zeit man noch verstreichen lässt, wie viel Vorteil man den anderen noch lässt, wie viel Vorsprung man den anderen noch gibt, bis man dann selber durchstartet. Bis dahin würde ich sagen, dir erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.